Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, ich hab... Oh je, es leckt ein bisschen. Ich bin nämlich gerade noch nebenher am Rendern. Ich habe leider immer noch nicht meinen Account auf dem Handy zurück. Es haben einige Ideen und Tipps geschrieben, wie ich ihn eventuell vielleicht zurückbekommen könnte. Aber leider alles das, was so in Richtung geht, Google Play neu anmelden, bei Facebook einmal abmelden und neu anmelden. Leider funktioniert das alles nicht so recht. Trotzdem vielen lieben Dank, dass ihr euch da auch eure Gedanken gemacht habt. Weil ich verstehe nicht warum. Ich habe mich da jeweils überall immer abgemeldet und wieder angemeldet und irgendwie tut sich trotz allem nichts. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier im BlueStacks wenigstens noch das Spiel habe, den Spielstand. Ich hatte ja auch überlegt, das Abo wieder abzuschließen. Momentan macht das jetzt für mich keinen Sinn, weil das Problem ist, damit das wirklich Sinn macht, muss man auch regelmäßig spielen. Und zum Beispiel am Wochenende allein, wenn ich bei Dennis bin, deswegen habe ich jetzt auch meinen Login-Bonus wieder verloren, da muss ich mal gucken, dass ich mir da auch mal BlueStacks installiere. Das ist halt echt problematisch, ne? Das ist blöde. Das hakt ja dann jetzt alles. Das kann ich ja gar nicht so... Ich kann ja dann gar nicht mehr von überall auf das Spiel zugreifen, wie das ging, als ich das noch auch am Handy machen konnte. Und ja, ist jetzt natürlich doof. So, jetzt muss ich auch gleich mal schauen. Deswegen konnte ich das jetzt auch am Wochenende mit den Pferderennen nicht machen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich Kelpie ist ja ein Pferdegeist aus den Legenden von Schottland. Deswegen hoffe ich jetzt auch, dass ich das nicht verpasst habe mit den Puzzleteilen. Da muss ich mal schauen. Gelderland, die sind am ehesten fuchsfarben. So. Leider leckt es jetzt gerade ein bisschen, merke ich. Ich bin nämlich noch dabei, im Hintergrund zu rendern. Das muss ich leider jetzt machen. Naja, zwei Tage habe ich noch. Das sollte eigentlich noch hinhauen. Das muss ich leider noch machen, damit ich alles irgendwie auf die Kette bekomme. Diese Woche ist es nämlich verdammt eng und es kommen noch zwei weitere neue Spiele rein, die ich wahrscheinlich streamen und hier re-uploaden werde. Und zwar werden das sein das neue Life is Strange und Tales of Arise. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das mache mit streamen und hier re-uploaden. Auf YouTube streamen, das mache ich ja auf Twitch. Ich weiß es noch nicht so ganz, aber ja, in Star Stable kommen diese Woche die neuen Paint Horses, dann kommen die neuen Spiele, also es wird nochmal richtig knackig hier für mich vor dem Urlaub, deswegen sage ich auch momentan, ein Puzzleteil fehlt. Deswegen sage ich auch momentan, ist es halt ein bisschen schwierig für mich, längere Folgen zu machen. Aber da muss ich mich an dieser Stelle auch mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr da so verständnisvoll seid. Das freut mich wirklich sehr. So, jetzt muss ich mal schauen. Wo war ich nochmal? Nee, auf der Regenbogeninsel. Ich muss auf die Regenbogeninsel. Ich möchte ja gerne schauen, dass wir hier weiter in Richtung Paso Peruano züchten. Und ich habe ganz, ganz viele Kommentare bekommen von Zuschauern, die geschrieben haben, dass sie eben wie heißt die Rasse nochmal, die ich gerne haben möchte? Ich habe schon wieder vergessen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen, wie die nochmal heißt. Eine ganz neue Rasse. Mich hat schon wieder was gestochen. Zu allem Überfluss nervt nicht jetzt nur der Stich. Heute Morgen hat die ganze Zeit habe ich die Fliege oder die Mücke neben mir gehört. Ich bin dadurch tatsächlich wach geworden, dass sie mich gestochen hat. Dann habe ich die ganze Zeit das Viech um mich drum rumfliegen hören. Das war derart nervig. Ventasso. Ventasso heißt es, genau. Könnte aber leider auch besser sein. Von der Stufe her. Aber naja, gut. Also, hier hat es jetzt leider nicht geklappt mit dem Paso Peruano. Beziehungsweise ist es wieder ein Stufe 1 Paso geworden. Das heißt, den werde ich jetzt direkt verkaufen. Den Chico, auch wenn der Name total cool ist. Also Chico ist ja wirklich eigentlich ein zuckersüßer Name, ne? So. Duke.
Und Niki. So, versuchen wir es nochmal. Ach, wie hier gratis. Ich könnte es nochmal gratis erhöhen. Das machen wir jetzt. Da muss ich nur kurz dann, ne? Werbung und so. So, jetzt haben wir eine Chance von 34%, den Paso Peruano Stufe 2 zu bekommen. Ist natürlich damit nur genauso groß wie bei den anderen auch. Oh, diese Lex, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ja, es hat funktioniert. Wir haben es zwar nicht gescheit gesehen, weil das Rad so leckt, aber hey. Wir haben ein Paso Peruano. Paso Peruano. Der ist Stufe 2. Es ist ein Stütchen geworden. Oh, und ich finde die so süß. Ich finde die einfach nur so goldig. Für die Pferderennen im Übrigen, ja, da habt ihr recht. Da ist die Ausdauer gar nicht so wichtig. Bei den Pferderennen, wo es um die Puzzleteile geht, da sind Tempo und Springen wichtig. Das heißt, dafür hat der Paso Peruano sogar die optimalen Werte. Denn das sind ja hier... Da war ich jetzt wieder ein bisschen übermotiviert. Denn der Paso, der hat ja von vornherein Geschwindigkeit und Springen ein bisschen weiter als die Ausdauer. Jetzt fängt es aber gerade nochmal an, so richtig zu laggen. Es tut mir echt leid, dass das hier heute so heftig ist bei der Aufnahme. Das tut mir echt sehr leid. Ich kann es nur leider gerade nicht ändern. Das nervt mich tierisch, weil ich hasse das, euch so eine Qualität hier präsentieren zu müssen. Ich fühle mich dann echt immer mega, mega schlecht. Ah ja, hier, guck mal, Leute. Das haben wir ja auch noch, das Event. Da habe ich jetzt die letzten Tage gar nicht mehr reingeschaut. Was haben wir denn jetzt hier gerade noch? Ich habe ja jetzt hier gerade 245. Was ist denn das? Zwillinge 1. Den habe ich, glaube ich, eigentlich auch schon. Aber das hier ist ja das Zaumzeug da oben, was ich gerne hätte. Vielleicht haben wir ja Glück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gibt 200 Gold. 3, gibt 5 von den Dingern zurück. 2, gibt 10 von den Dingern zurück. Nein! So, jetzt kann es aber wieder weitergehen hier. Was wollte ich denn jetzt noch, Mensch? Da waren wir gerade drin. Habe ich jetzt überhaupt irgendwas bekommen davon? Ja, da oben stehen wir. Ja, 2. Ich habe das Zaumzeug, was ich so gerne haben wollte für Zelda. Oh mein Gott, jawoll. Richtig nice. So, hier kriegen wir nochmal 10 von den Dingern zurück. 1, 2, 3. Da kriegen wir nochmal 5 von den Dingern zurück. 1, 2, 3, 4. Wir hauen jetzt mal richtig raus hier. 1, 2, 3, 4, 5. Kriegen wir auch nochmal Gold. Oh, da kriegen wir auch nur Gold. Oh. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Also scheinbar hat momentan Horsehaven generell irgendwie Probleme. So, wir setzen wieder ein. Eieieiei. So, guck mal, da kriegen wir nochmal die komplette Zahl dieser Dinger da zurück. Ich hätte jetzt ganz gerne auch noch den Sattel, wenn wir schon das Zaumzeug haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Eine Niete, gar nichts. Das wäre es jetzt echt gewesen. Das wäre toll gewesen, hätten wir die 1000 da bekommen. Also dieses Feld da unten, das zieht uns definitiv magisch an. Und da oben das auch. Das gibt's doch nicht, dass wir immer da auf diesen Geldbeutel draufkommen. Ach Mensch. Ja, guck mal, da kriegen wir immerhin nochmal 2 zurück. Das gibt's doch nicht. Das ist ja echt Wahnsinn hier. Leute, ich glaube, ich würde an dieser Stelle einfach auch mal die Aufnahme beenden. Ihr seht es ja.
Also Horsehaven scheint momentan tatsächlich größere Probleme zu haben. Genau das Problem hatte ich nämlich auch auf meinem Handy. Dann musste ich neu starten und dann war alles weg. Tja. Ich hoffe einfach mal, dass es zur nächsten Aufnahme wieder besser läuft. Von daher würde ich mich für heute von euch verabschieden. Es tut mir leid, dass das so eine chaotische Folge gewesen ist. Tut mir sorry. Ja, und an dieser Stelle geht zum ersten Mal geht ein Dankeschön raus an mein Cardimmunity VIP-Mitglied. Und zwar in Space Nobody Can Smell the Spice. Mein erstes VIP-Mitglied. Vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei bist, aber auch generell, dass alle anderen dabei sind. Aber habe ich erst letztens in dem Video gesagt, in dem Stallgeflüster zur Mitgliedschaft, dass ich diejenigen, die ab dem VIP-Rang sind, auch nochmal namentlich erwähne. Zumindest bis es eine gewisse Anzahl erreicht. Wenn es jetzt irgendwann mal richtig viele Leute sein sollten, dann wird es natürlich auch ein bisschen zu viel, dann werde ich es einblenden. Aber ja, für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, kann ich ja vielleicht auch in der nächsten Horsehaven-Folge mal ein bisschen über die Mitgliedschaft reden, denn ich glaube, das werde ich einfach mal pro Spiel machen, weil da vielleicht der ein oder andere ist, den es interessiert, der aber einfach die anderen Spiele nicht schaut. Also, danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!